Hallo, ich grüße euch mal wieder. Es sind nun 5 Monate in den USA. Wahnsinn. Nächsten Monat ist es ein halbes Jahr. Krass. Ja. Was ein aufregender Monat. Wie ihr seht, der Hintergrund hat sich geändert. Ich bin in einer neuen Gastfamilie angekommen. Wie kam es dazu? Ihr habt das ja verfolgt in den letzten Monaten. In dem letzten Monat. Das, in dem Rematch-Video habe ich erwähnt, dass meine Gastmutter nun Hausfrau-Mutter macht, weil sie ihren Job nicht mehr hat und keinen Pay mehr brauchen. Ja, da komme ich ins Spiel. Ganz lieb, meine Gastmutter hat dann halt einen Brief über mich verfasst, hat das an Freunde mit Kindern geschickt, mit der Bitte an Elternclubs und sowas weiterzuleiten, dass sie einfach ein wunderbares Au-pair abzugeben haben. Ganz süß. Hat auch geklappt. Ich hatte auch von Kreitschek her auch eine andere Familie als Vorschlag. Aber mit der Familie, wo ich jetzt bin, Familie Y, ich darf keinen Namen nennen. Toll. Also die Kinder, ich habe mich gefragt, wie sie heißen. Z und ZZ. Der Junge ist 13 Monate alt, das Mädchen ist 3 Jahre. In meinem Blog seht ihr, ich nenne die einfach nur Mädchen und Junge. So, ich habe nur 2 Kinder jetzt, Gott sei Dank. Ja, mein Arbeitsplan ist super, die Familie ist super, das Leben ist super. Ich arbeite von 7:30 bis 12 und dann wieder von 4 bis 8. Soll mich überwiegend um die Große kümmern. Ja, halt den Kleinen auch immer ein bisschen entertainen, bespaßen, dies, das, jenes. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes. Jetzt bin ich schon 2 Wochen hier in der neuen Familie. Das ist der Wahnsinn. Was kann ich noch sagen mit der Familie? Die meisten von euch haben schon Fotos gesehen und Videos von meinem Zimmer. Bombastisch, richtig geil. Mein eigenes Bad, mein Auto ist ein Mercedes. Ich habe ein eigenes Au-pair-Auto. Also klar habe ich Regeln für das Auto. Aber ich darf es halt benutzen. So, wenn ich jetzt sage, oh, ich würde so gerne da und da fahren, dann. Also ich muss eigentlich schon sagen, okay, ich bin jetzt unterwegs, dann kann ich Schlüssel nehmen und fahren. Total cool. Ja. Ich habe jetzt auch mehr Zeit zum Skypen, weil ich ja immer die von 12 bis 4 oft bin. Das ist ja bei euch zwischen 21 Uhr und 1 Uhr morgens. Schon mit den verschiedenen Leuten geskypt, hat mich total gefreut darüber. Ja. Das halt. Ja, soll ich sagen. Das Haus ist bombastisch in dem Fall. Ich habe einen Pool. Wir haben einen Pool hier. Wir haben einen riesig großen Garten mit wahnsinnigen Klettergerüst. Wenn ich jetzt mal ein bisschen in die Küche laufe, ich glaube, da bin ich 2 Minuten unterwegs. Ja, Tommy meinte auch schon, also, du bist der einzige Mensch, dem ich glaube, dass auf dem Weg zum Kühlschrank verhungert. Und ich so, ja, ist so. Ich muss das Essen jetzt immer haben, wenn ich das essen kann, wenn ich zum Kühlschrank laufe. Oh Gott, ja. Dann, was war noch einmal? Ich war Fee shoppen. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich die Kacke in der Hose kriegen soll, ne? Mein Schrank so, wenn ich in meinen begehbaren Kleiderschrank reingucke. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh mein Gott. Die Gastmutter hat auch schon gesagt, ich hab schon mal gerne. Und meinte, ja. Boah, die Gastmutter, ne? N. die ist total lieb. Oh mein Gott. Ich verstehe mich so gut mit der. Wir waren jetzt schon 3, 4 Mal zusammen unterwegs und da die ja auch überwiegend zu Hause ist. Ihr habt halt von zu Hause, aber halt, wir sehen uns halt total viel in der Küche dann und so. Quatschen wir auch total viel. Ich habe fast gute Verhältnisse mit der, also meiner Meinung nach, wir verstehen uns richtig gut, das ist total schön. Danach, die Familie ist einfach krass. Ich glaube, meine Betreuerin, die war auch total umgehauen von der Familie. Die hat nämlich gefragt, ob ich an den amerikanischen Feiertagen arbeiten muss oder nicht. Und dann meinte der Gastvater, ja, wie? Meint sie, ja, wir müssen mal jetzt irgendwie so festhalten, soll die nicht an den Feiertagen arbeiten oder nicht? Ich dachte, das wird spontan entschieden. Mein Gastvater meinte nur, oh, soll sie entscheiden. Wir sind hier, wenn sie hier sein will und arbeiten kann. So. Wenn nicht, dann musst du halt nicht. Was? Dann meinte ich mit Haaren so, also hat sie den 4. Juli frei. Der 4. Juli ist hier ja Nationalfeiertag. Meinte ich so, ah, so kannst du was machen, wenn sie will. Und so, ja, voll cool. Danke. ja. Aber voll cool, ich kann ja nachts so, nachts laut sein oder abends in meinem Zimmer. Sie sind auf der anderen Seite vom Haus. Das hören die nicht. mein neues Handy ist ein iPhone 15. Das neue iPhone.
Ich habe keine Ahnung, damit umzugehen. Ich kann jetzt ein bisschen was damit, das Nötigste. Und ich weiß, dass da total viele Specials und Features sind. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Und das Handy ist mir heute das erste Mal und gleich dreimal auch runtergefallen heute. Ich dachte mir so, boah, scheiße. Naja, muss man ja sagen. Ich war schießen diesen Monat. Ja, ja. Total cool. In so einer Schießanlage waren wir, ich und Tommy. Mega Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das nochmal. War gar nicht so teuer. Ja, war schon cool, so eine richtige Waffe abzufeuern. Jetzt habe ich mit einer Waffe rumzugehen. Dann, ja, hier, ein neues Leben. Habe ich neue Au-pairs kennengelernt. Hier gibt es richtig viele, total cool. Leider gehen die meisten im Sommer. Dafür kommen aber eine Menge neue Au-pairs, also schon mal ganz toll. Dann, werden wir sehen, mit wem ich mich da anfreunde. Nein, wäre schon weh. Ja, ich muss jetzt einmal rüber gucken, weil ich da eine Liste liegen habe mit Sachen von Mai, aber das krasseste war einfach nur diese Rematch-Zeit. Ja, also ich war, ja, Rematch, den Familienwechsel, alles war nicht so einfach. Ich möchte auch total vermisst die Familie. Also die Kinder, besonders die kleine A. Ich meine, ich war jeden Tag mit der zusammen. Und die fehlt mir auch richtig krass. Und wenn ich so die Bilder gucke und die Videos, so kleine Ding fehlt mir einfach. Ja. Die neuen Kids sind aber auch ganz wunderbar und total süß. Ich bin schon gespannt, wie es mit denen jetzt so weitergeht. Ja, man kriegt schon so die Tricks und Kniffe raus, auf die Kinder stehen. Ja. Genau, neue Au-pair-Freunde. Jemand sagt, wir kommen neuer, kann ich mit denen anfangen. Dann habe ich auch schon ein paar kennengelernt, schon was unternommen mit denen. Ganz witzig, hier ist eine in meiner Stadt, die ist mit mir zusammen in der Training School gewesen. Wir sind auch zusammen nach Oakland geflogen. Dann habe ich auch direkt angeschrieben, als ich wusste, dass ich hier hinkomme. Ich habe geschrieben, ja, ich komme da hin und so, du hast gesehen, du wohnst da. Weil ich auf einer Liste stehen und meinte die so, ja, ja, dann machen wir mal was zusammen. Bin seit 2 Wochen hier, ich habe schon ein paar kennengelernt, aber sie noch nicht, weil die ganz krank ist. Dann heute war ich mit 3 anderen Au-pairs unterwegs und dann meinte das eine Au-pair, ja, ich war auch mit der Aga in der Training School. Ich so, nein, ich war mit der in der Training School. Dann habe ich dir das Foto gezeigt, unser Klassenfoto von der Training School. Und dann sitzen wir fast nebeneinander auf dem Bild. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, das tat mir heute so leid. Die meinte so, ja, du hast mich vergessen. Und ich so, nein, tut mir leid, tut mir leid. Ja, fand ich sehr witzig in dem Moment. Ja, auf jeden Fall kenne ich die auch schon länger. Das heißt, man sich so direkt zusammengefunden. Und jetzt kann ich das auch hier in dem Video schon mal erzählen. Ich habe eine kennengelernt, die kommt aus Berlin. Ich meinte so, ach, kommst du denn aus Berlin? Meine Mutter kommt auch aus Berlin. Dann meinte die, habe ich vergessen, hat die gesagt, schöne Berge oder so. Schönefeld, keine Ahnung. Dann meinte ich so, ach, da kenne ich. Ist so, meine Mutter ist in Malo aufgewachsen, nach der Verwandte wohnen. Dann meinte die so, ich stehe jetzt. Dann meinte ich so, kennst du das? Dann meinte die so, ja, da wohne ich. Und dachte ich mir so, wo wohnst du? Weil Malo ist nicht groß. Und dann meinte sie, ja, sie wohnt in Malo. Dann hat sie mir die Straße aufgezogen und gesagt, die kenne ich jetzt nicht. Und dann habe ich der auch ein paar Straßen gesagt, die ich noch kannte. Und meinte sie, ja, kenne ich. Ja, ich wohne so weit von da und da weg. Ich dachte mir auch nur so, was, warte bitte. Zuverlässig gibt, ne? Ey, wie klein die Welt ist. Mit der einen war ich in der Training School und die andere wohnt in der gleichen Stadt, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Ich meine, wenn meine Mutter jetzt in Köln oder in Berlin aufgewachsen wäre, würde ich das verstehen. Aber in so einer klitzekleinen Vorstadt. Wahnsinn. Krass. Ja, sonst. Was gibt es? Ich habe jetzt mal angefangen, mir Gedanken über meinen Urlaub zu machen. Ist alles nicht so einfach. Ja, wir werden sehen, was ich fange jetzt mal an zu planen und so und dann werden wir sehen, was kommt. Dann, ah gut, kriege ich ja doch die Zeit rum. Dann möchte ich diesmal auch wieder jemanden grüßen. Und diesmal grüße ich die Ramona. Ich habe gesagt, der Nachname ist richtig Krebs. Ich habe nie deinen Nachnamen ausgesprochen. Ramona. Ramona ist eine Krankenschwester, die, mit der ich mal zusammengearbeitet habe. Also ich als Auszubildende. Und haben sie dann mit mir auf Facebook geaddet und so ein bisschen Kontakt gehabt. Und Ramona verfolgt das alles total.
Ramona ist auch diejenige, die mich daran erinnert, wenn ich meinen Blog übers Wochenende nicht schreibe oder mal einen Tag hinterherhänge oder zwei Tage mal so vergesse deinen Blog nicht. Und Ramona, dafür wirst du jetzt einfach auch mal in einem Video erwähnt. Ich denke mal, es ist ziemlich überraschend jetzt für dich. Aber das ist manchmal so, wenn ich eine Nachricht von Ramona habe, das ist immer nach meinem Blog. Ich habe schon wieder vergessen. Aber ich habe versprochen, ich werde jetzt versuchen, regelmäßiger zu schreiben. Irgendwie muss es ja klappen. Ich muss ja wieder eine Routine reinkriegen, weil alles nachzuschreiben ist echt kacke. Außerdem kann ich mich meistens auch nicht mehr erinnern, am Tag jetzt meistens alle gleich sind. Und jetzt rede ich bald nur noch dann, weil ich es einfach so gerne sage, bitch please. Ich vermisse euch. Total krass jetzt so, dass die ersten von euch bald kommen. Mörder verteilt. Aber egal. Dann, Lena Kirstein. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Wow. Anni, feier deinen Geburtstag bitte richtig geil. Ich werde an dich denken. Ist ja immerhin in... Gott, jetzt Mathe. In 8 Tagen. Mein Geburtstag steht jetzt auch bald an. In 13 Tagen. Yeah. Bestimmt aufregend. Ja. Wir haben jetzt Freitagabend. Mein Wochenende, ja, fängt jetzt auch so an. Also, Wochenende wird geil, ihr werdet es lesen. Fucking geil wird das. Und ich krank bin gerade, ich mach voll die blöden Faxen fürs Video, das wird geil. Kann ich noch irgendwas erzählen? Ich hoffe, ich habe euch alle meine neue Handynummer geschickt. Wenn nicht, lasst es mich wissen. Was vermisse ich? Immer noch deutsches Essen? Das ist nicht so schlimm mit dem deutschen Essen, aber ich wache morgens auf, weißt du, so um 6:30, ne? Und erst so, ich denke mir, jetzt so eine schöne Frikadelle von der Mutter. Eine schöne Frikadelle von Mutter gemacht, so. Könnte ich mich reinlegen? Oder gefüllte Paprikaschoten. Würde ich morgen gehen, das für. Jetzt, ich habe jetzt auch gar keinen Hunger. Wenn ich an so eine Frikadelle denke, ne, kriege ich voll Hunger. Und was mir hier fehlt, verdammt nochmal, ist so eine Würstchenbude, ne? Ey, hier gibt's keine Würstchenbude. So, und dann geht's, ich hätte gerne Bratwurst und Brötchen. Ey, geil. Ich bin nicht. Das ist eine Marktlücke. Ich bleib hier, mach einen Bratwurststand auf. Oder Pommes. Oder ein Bütchen. Hier gibt's kein Wassereis. Was soll ich jetzt im Sommer essen? Hier Eis essen. Und ich stehe Frozen Joghurt. Frozen Joghurt ist cool. Aber meistens habe ich in dem Becher halb Frozen Joghurt und halb Toppings. Toppings sind so geil. Und Streusel, Smarties, Keksteig, ein paar Erdbeeren fürs Gewissen. Dann, mir geht's auf jeden Fall, das Rematch war nicht ganz so einfach, weil man sich einfach von der Familie trennen musste und so. Aber die neue Familie hat mich so lieb aufgenommen. Die sind total lieb. Richtig genial hier. Wie gesagt, mit der Mutter verstehe ich mich super. Wir verstehen uns wirklich gut. Bin gespannt, wie es weiterläuft. Also ich dachte echt, das wird jetzt erstmal schlimmer werden. So von wegen Heimweh kommt auf, weil alles neu ist und man ja wieder Familie verlassen musste. Aber keine Spur von Heimweh. Aber ich vermisse meine Mami und mein Papi. Mami, Papi, ich vermisse euch ganz arg. Ich liebe euch. Keine Tränen. Ich sehe das. Mach das weg. Oh Gott, eure bekloppte Tochter. Ich muss euch noch den Konto anschicken. Ich schicke meinen Eltern jeden Tag mal eine Nachricht, wie viele Tage es noch sind, bis ich Geburtstag habe. Ich weiß gar nicht, was ich bei meinem Geburtstag hier mache. Ich muss ja arbeiten. Dann habe ich 4 Stunden frei, dann sitze ich hier. Ich habe Geburtstag. Ich weiß nicht, ob das die meisten von euch wissen. Aber Geburtstag ist für mich eine ganz große Sache. Das ist mein Tag. Bei euch ist das sogar ein Feiertag, ihr Schweine. Ihr müsst Kuchen essen. Mama, das wünsche ich mir. Bitte mal einen Erdbeerboden und ihr esst den. Und denkt an mich. Und schickt mir ein Bild. Schickt mir kein Bild, wird neidisch. Schickt mir ein Bild. Ich gönne euch das. Ich möchte das. Ein Frikadell. Ein Frikadell. Scheiße, was andere. Ich will Frikadell. Im Moment sogar lieber als Karibus. Karibus hatte ich erst. Wir hatten den alten Frikadellen, ja. Aber die waren nicht gut. Vielleicht sollte ich mal Frikadellen machen.
Ja, ich mache aus. Ach, guck mal, Viertelstunde. Ja, so kriege ich eure Zeit auch totgeschlagen. Nein, jetzt ist aber Feierabend, Denise. Ich muss jetzt. Ich schreibe jetzt noch den Eintrag, dann wollte ich noch ein bisschen was machen. Und dann gehe ich auch schlafen. Okay, Leute. Danke fürs Video gucken. 5 Monate sind um. Wow. Fühlt sich auch ganz schön 5 Monate. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit drin ist. Fremde Menschen. Danke fürs Gucken. Peace. Okay, Family, Freunde. Ich wette, die meisten von euch vermisse ich sogar. Nein, Gott, ich vermisse alle, die mich lieb haben und die ich lieb habe. Wir sehen uns dann in einem Monat wieder. Wenn ich diesen Monat überlebe. Na Quatsch, ich denke schon. okay, Leute. Das war's. Peace and out. Nein. Sendungsende. Ja, ich will noch keine Videos schneiden. Ich werde es auch wahrscheinlich hier nicht lernen. Vielleicht soll ich zum Kurs belegen, Videos schneiden. Aber ich bin ja scharf auf den Gitarrenkurs. Ich will Gitarre lernen jetzt. Aber er hat jetzt einen Floh ins Ohr gesetzt. Hier ist Gitarre lernen. Da lerne ich singen. Ich will sowieso nie was. Also das Singen. Und Gitarre vielleicht, ja. Und meine Gastmutter ist sauer, ist ziemlich hinterher. Like. Hast du jetzt schon mal deine Klasse angerufen und sich mal erkundigt? Und man so, oh, ich bin so vorne. Okay, Peoples. Ich wünsche euch alles Gute. Danke weiterhin fürs treue Lesen und Videos gucken seit 5 Monaten. Wahnsinn. Ihr Süchtigen. Internetsucht. Okay, Leute. Man sieht sich. Wenn ihr was wollt, schreibt. Fragt mich immer. Ich bin immer da für euch. Ja, auch für mich. Danke dafür. Okay, Leute. Danke für alles. Ich liebe euch.